Ahu, liebe Schildmein-Wikinger, willkommen zu einer weiteren Folge Chernobyl Light mit eurem Erik Vikingson und dem Igor. Ich habe jetzt gerade eben nochmal die Waffenstation gebaut, die Werkstation. Hier können wir nämlich Munition herstellen, denn ich denke, es wird nicht ganz reichen und wir sollten schon ein bisschen was herstellen. So, 34 in Besitz, 44 in Besitz, 50 in Besitz. Komm, mach nochmal. Lass uns ruhig mal das hochbollern hier. So, komm, weiter. Gib mir. So. 94 Mal haben wir jetzt im Besitz. Das sollte eigentlich reichen. So, dann haben wir noch eine Rüstung hier. Die geben wir jetzt gleich ab. Die machen wir jetzt einfach hier unten rein. Ja, genau, passt. Super. Aufgestellt sind wir. Los geht's. Wir machen heute Monsterjagd nochmal. Ah, der Olli, ach, den habe ich vergessen. Ja. Wir hatten jetzt alles nochmal hintereinander weg. Das passt schon so. So, pass auf. Wir gehen hier Monsterjagd von Kopachi. Die machen wir. Ganz großer Fall und ich schicke heute den Olli auch auf Monsterjagd, und zwar bei den Kühlturmen. Das sehe ich ganz gut. Rein geht's. Wir wollen keine Müdigkeit vorschützen. Wir wollen nicht lange warten. Wir wollen hier reingehen. Wir wollen richtig was erleben. Das muss unser Zielort sein. Ich möchte heute diesen kleinen Drecksack auf jeden Fall besiegen. Wir haben genug Heilung. Wir haben genug Strahlensalze. Wir haben genug anderes Zeug. Wir gehen jetzt einfach straight da rein und auch genau in diese Richtung. Ich würde jetzt auch sagen, wir looten heute nichts. Wir gehen jetzt wirklich auf diese Monsterjagd. Ah doch, looten sollte man. Looten sollte man. Wir sollten jetzt nicht aufhören zu looten. Nur weil wir jetzt einmal gestorben sind. Das ist natürlich auch kacke. So, das ist unsere Richtung. Da haben wir nämlich schon den ersten Loot. Wir gehen hier auch straight geradeaus hoch. Oh, komm her. Oh, hier ist aber guter Loot. Oh, das ist super Loot. Das kann man natürlich nicht liegen lassen. Da werdet ihr mir ja wohl recht geben. Pilze und Kräuter, wir brauchen sie immer. So, wir gehen in die Richtung. Ah, hallo. Super gut. So, jetzt sind wir auch gleich da. Wir machen nochmal den Scanner an. Haben wir nochmal ein paar Kräuter. Oh. Haben wir auch noch was? Oh, was haben wir denn da unten? Was ist hier los? Oh, hier ist Gas. Warte mal. Verwenden wir. Wie viel haben wir? 2,5. Okay, das passt. Wen haben wir denn hier? Oh, ein begrabener Soldat. Nö. Was ist passiert, ey? You seem to be in a bit of a predicament, friend. You think it's funny? A chunk of the ceiling collapsed and knocked me out. Die Decke ist eingebrochen. I can't move. No, yo. I alerted my squad. They should be here any minute. Well, good luck with that. Na, wenn die kommen, dann ist das gut. Can you spare a gas mask? Wollt gerade sagen, hau mal ab. Hard to breathe in here, eh? Er will einen Filter. My filter got fucked up when the ceiling collapsed. I could use an extra one, you know, just in case it takes the rescue party a while to get here. Ja, komm, wir geben ihm ein. Wir können den nicht jetzt hier so krepieren. Mann. Sure. Wir haben da. So, passt schon. Komm, wer weiß, wann man mal wieder braucht. Wir gehen wieder raus. So, pass auf. Wir sind ja jetzt eigentlich auch gleich da in Position, wo der sein soll. Warte mal, nimm die mal ab, bitte. Ja, 1,5 haben wir noch an Gasmaskenfilter. Das ist okay. Wir gucken nochmal, wir scannen nochmal. Was haben wir da unten? Ja, da unten war ich jetzt noch nicht drin. Hier runter gehen wir. Vorsicht, macht ihr bloß kein Aua. Und ich will auf jeden Fall heute nicht sterben. Also das wäre jetzt peinlich hoch 10. So, ich würde auch sagen, dass wir hier speichern. Falls was passiert, dass wir dann hierher zurückkehren können. Einfach, weil wir es jetzt mal können. Fortsetzen. So, wo sind wir denn? Ach so, jetzt müssen wir den suchen. Der sitzt ja hier wieder an irgendeinem Bäumchen, glaube ich, ne? Nimm die drei. Wir haben alles drum und dran. Wir sind gut aufgestellt. So, irgendwo hier ist er. Da sitzt er. Ah, sehr gut gemacht. Sehr gut, Igor. Pass auf, der spuckt. Ah, der muss hier wieder an den Baum. Guck mal, die Hälfte haben wir schon weg. Komm ran hier. Jo. Ah, shit, ey. Ah, jetzt. Das war natürlich jetzt wieder Gülle. Pass auf, der spuckt gleich wieder. Da kommt er jetzt gleich wieder. Pass auf. Komm her. Komm her, du kleiner Drecksack. Yes. Diesmal läuft es genau anders. Monsterjagd von Kopachi erfolgreich. So muss es sein. So, haben wir jetzt noch irgendwas, was wir hier scouten können? Kochstelle. Hier haben wir noch mal was. Da gehen wir jetzt gleich hin.
kann man hier... Wir setzen mal die Markierung dahin. Dann gehen wir doch einfach mal frei Schnauze hin, in 66 Metern. Haben wir es geschafft, du! Ganz einfach. Das ist super. Es ist jetzt auch nicht so schwer gewesen, ne? So, was haben wir denn hier? Hier ist irgendwas drin wohl. Okay. Ist einer eingebrochen, oder? Ach, jetzt ist ja jetzt das Ding wieder hier. Da muss ich jetzt wieder hier rein, ne? Oh, was, kennen wir das nicht schon? Dieses Kindergeräusch. Ist das hier unten? Ja, ja. Jetzt, weil wir gestorben sind, denkt natürlich das Spiel, hey, du warst ja noch gar nicht hier. Weißt du? Ja, aber doch, muss ja. Hä? Okay, das kann jetzt irgendwie gerade nicht sein. Was ist denn hier in 21 Metern? Okay, merkwürdig. Jetzt kommen wir wieder nicht hoch, ne? Versteh's nicht. Hier ist doch auch nichts zu looten. Hier haben wir das rote Kleid. Machen wir die 1 an. Scannen wir. Hier ist doch nichts. Hier ist doch gar nichts. Was will er uns jetzt damit sagen? Kasimir, warum bist du hier? Drüben ist eine Kochstelle. Okay, sehr merkwürdig. Wir haben es auch gefunden, also von daher. Und hier haben wir noch ein Fragezeichen. Ach, bestimmt, weil wir es schon gefunden hatten, deckt er uns jetzt alles nochmal auf, oder was? Na gut, kann ja möglich sein, ne? Okay, da läuft einer. Dietriche haben wir dabei, falls was wäre. Da ist er. Es sind zwei. What's that smell? Did someone take a shit out here or what? Wir sind wieder in diesem Camp hier, oder? Ja, ja. Da müssen wir nämlich nochmal looten gehen. Hier hat man nämlich einen Dietrich. Also auch, du bist jetzt gerade ein bisschen verseucht. Hier oben ist wieder voll die Party. Mahlzeit. Schrotflinte. Und eine Schrotflinte gefunden? Ja, SSSR. Was ist da oben los? Da hockt einer drin. Moin! Servus! Stop right there! You're on Pripyat Bradford Turf now! Der Chef Genie, du, der alte Drecksack. You was hast mentioned something about trade. What kind of things do you have? What about this, box of loot? That'll be one food ration. Ja. Gib her. You wanna fuck with the Bradford tourist? No rations, no loot boxes. I better be going now. Bradford forever, Igor. Aber so was von. Hab jetzt was gekriegt? Nö. Ganz merkwürdig. Ganz, ganz merkwürdig. So, hier oben haben wir noch was, aber ich glaube, das ist alles nicht mehr... Ja doch, lass uns hingehen. Lass uns hingehen. Ich habe so das Gefühl, dass es wichtig ist. Ich laufe jetzt auch hier straight durch. Oder auch nicht. Boah, der kann uns eigentlich jetzt gar nicht mehr sehen. Ist alles gut. Und wenn er uns da jetzt noch sehen hätte können, also dann weiß ich nicht, was er für einen Röntgenblick hat. So, das passt. Wir gehen jetzt hier durch den Wald. Ich bin jetzt gerade selber total gefangen. Wow. Lass uns mal bitte hier hochgehen. Ja, so jetzt. So ist prima. Igor, du bist der Beste. Jetzt müssen wir nochmal den Weg hier finden. Was hast du jetzt? Bist du gestolpert? Igor. Wo sind wir denn? Warum hängen wir denn jetzt hier? Wieso geht es jetzt hier nicht weiter? Was ist hier für eine Blockade? Gar keine, oder?
Manchmal weiß ich auch nicht. Steht einer. Es sind sogar mehrere, ne? Geh mal ruhig in Deckung. Ja, ich mach die dann weg, wenn sie mich jetzt extrem sehen. Because the egghead told us to. Or perhaps they just want to see how long we can survive exposure to radiation. Kann ich bitte hier lang? Danke. Fucking hell. I didn't sign up for this. Stop bitching. It's just a bit of radiation. Would you rather get your ass shot off in Syria? Wie weit willst du dich aus dem Fenster lehnen? Ja. Boah, hab ich jetzt gerade Schiss, hey. Er hat es nicht mitgekriegt, er hat es nicht mitgekriegt, der andere. Wow. Was ist hier denn? Was gibt's hier irgendwas umsonst? Da ist was. Oh, yo. Okay. Alles gut, alles gut. Wir müssen hier da hoch. Okay. Okay, alles gut. Alles gut gegangen. So. Ja, haben wir auch mal das Glück heute auf unserer Seite. Das ist schon mal sehr gut. Oh, im Haus. Was haben wir im Haus hier? Hier wird schon wieder gespeichert. Das gefällt mir ja nicht. Irgendwas ist doch hier. Okay. Wie wollen wir den Eingang finden? Jetzt hier? Da unten geht's rein. Ich habe so Befürchtungen, dass das schon wieder alles nicht lustig ist hier. Das ist doch alles schon wieder nicht gut, wa? What's taking you so long? Ist hier richtig? Sag mal, Tatjana, was hast du vor mit mir? Jetzt mal wirklich. Findest du das eigentlich so richtig? Was sind wir denn jetzt? Ach, hier geht's weiter. Jetzt sind wir wieder hier drin. Kommen wir in das Haus nicht hoch? Doch, ja, mal irgendwie, angeblich muss man... Wir haben ja einen Dietrich dabei. Hier oben rein, oder was? Ah, jo. Okay. Okay, dann schließ auf. Yeah, baby. Loot ohne Ende. Geil. Okay. Aber laut Fragezeichen alles aufgedeckt, würde ich sagen, wa? Ach, das war das Zimmerchen hier. Ja, ja, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. In diesem Kranken, in diesem Kinderhaus. Da ist sie. Tatjana, Püppi. Find me, love. Ja, ich hab dich. Chernobyl Light gefunden. Ja, guck. Why did you abandon me? Wo bist du denn? Hier unten? Nee, ne? Hier geht's ja dann wieder raus. Oder? Ich jetzt eigentlich komplett in dem Haus hier verirrt, oder was? Nee, da geht's raus. Ja, wir sind durch. Wir sind durch. Das war's heute. Mensch, das war gut. Oh, machen wir Portal auf, gehen wir zurück. Ach, herrlich. Mensch, so muss das sein. Ja, der Oliver hat seine Monsterjagd auch hervorragend gestaltet. Wir waren natürlich super gut unterwegs, haben ein bisschen was abgekriegt, aber ist okay. Loot haben wir gut gefunden. Von daher alles super. Ja, dann machen wir noch ein bisschen was an der Base, würde ich sagen. Und gucken mal, wo es morgen dann für uns hingeht. So, wie sieht's aus? Erfolgreich bei uns, erfolgreich beim Olli. Erfolgreich beim Olli. Er ist halt auch der Beste, ne? So, perfekt.
annehmen, abschießen, zack, dafür. Super gut. Morgen gibt es dann auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Action. Heute war hervorragend. Wie viele Fähigkeitspunkte haben wir denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, ne? Wir haben jetzt 5. Ja, da können wir nochmal trainieren. Da können wir ja nochmal trainieren. Das ist doch super. Guck mal hier. Weg mit, weg mit. Auch Essensration rein. Alkohol haben wir auch noch hier. So, gut. Dann haben wir hier die ganze Geschichte. Das haben wir auch gebraucht, das ganze Zeug heute mal. Was wir da gefunden haben. Die Salze kann ich eigentlich auch wegpacken. So, das kann weg. Ja, wir könnten jetzt eigentlich... Ne, warte mal. Wenn wir noch 4 kriegen, sollten wir uns ein bisschen was aufheben. So, die können wir jetzt wieder wegpacken hier. 20 Schuss reichen mir. Ja, doch, 20 Schuss reichen. Das ist okay. Pack die nur mal bitte da unten hin, dass das alles so ein bisschen klar liegt. Oh, sehr gut. Schrotflinte. Sehr gut. So, dann sind wir doch eigentlich soweit gut aufgestellt. Das kannst du eigentlich auch wegpacken hier. Komm mal her. Dann gib mir die 3 halt noch mit. Dann packen wir das mal hier rein. So, die kommt hier hoch. Sehr gut. Dahin, dahin. So, dann sind wir gut aufgestellt. Was können wir denn noch bauen? Was brauchen wir denn überhaupt? Wir werden halt jetzt erstmal noch keinen kriegen. Wir gucken nochmal, was wir bauenmäßig können. In der Igors Tasche. So, Waffenwerkbank. Das haben wir. Die Drechsel. Da können wir Gewehre und so weiter herstellen. Armbrüste. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen. Schrotflinte verbessern brauchen wir nicht. Gewehr verbessern. Armbrust, was haben wir hier noch? Teilchenbeschleuniger, molekulare Plasmawerfer, Batterie, Railgun, Flüssigkernkugeln. Alter, was passiert denn jetzt hier? Produziert alle Arten und Verbesserungen für die Railgun. Warte mal, da bin ich doch aber jetzt schon wieder hellhörig. Wenn wir es doch bauen können, dann sollten wir es auch herstellen. Bis hier hin. Ja, da komme ich nicht mehr durch. Das kann ich nicht machen. Hier wird es sich ja super gut anbieten. Ja, baust da hin. Gucken wir mal, was hier... Was ist Railgun? Okay. Nein! Jetzt habe ich den auch noch hergestellt. Ach. Igor. Molekulare Batterie. Railgun. Machen können wir es. Genetische Railgun geschützt, nutzt die Energie des Chernobyl Lights, um die Spulen zu erregen und damit ein riesiges elektromagnetisches Feld zu erzeugen, das Projektilen enorme Stärke und Geschwindigkeit verleiht. Schaden 7. Und wer ist er hier? Schaden 10. Was habe ich jetzt hier gebaut? Ach, und dafür brauche ich dann das Zeug hier, oder was? Nicht richtig. Jo! 3 Schuss, aber das muss halt richtig knallen, glaube ich. Ja, testen müssen wir mal. Ob sie gut ist, werden wir dann sehen, ne? Kulading gebaut. Okay, kann ich bei dir jetzt eigentlich noch mal... Ich kann bei dir noch gar nichts mehr lernen, oder? For you, partner, of course. Was hat er denn noch? Ich kann nicht auch mal daran zu denken, was mit Anton passiert ist, auch Junge. I know. I'm really sorry, Olivier. He was one of the good guys, you know. And my friend. I can't help but wonder. If we could have done something differently to save him? You know what I'm talking about, right? Only too well, Olivier. Only too well. Okay. Was haben wir denn eigentlich? Luftqualität. Ah, da müssen wir auch nochmal reingehen. Ausrüstung, trainieren. Was können wir denn bei dir noch trainieren? Do you think you could find some time to Warte mal, wir gucken mal. Rezession. Rezession hätten wir noch. Der Revolver fügt Gegner 50% mehr Schaden. Der Revolver, den habe ich ja nicht. Das ist Schwachsinn. Ablehnen, ablehnen, hallo, ablehnen. Maybe some other time. Okay. You're the boss, Igor. Eben, so sehe ich das nämlich auch. Jetzt habe ich natürlich wieder Scheiße gebaut, glaube ich, mit meiner Plasma-Werkzeug, weil ich ja diesen Luftbeschmutzer... Jetzt kann man den... Ach, jetzt habe ich ja wieder Blödsinn gemacht ohne Ende. Ich glaube, ich habe jetzt Blödsinn gemacht. Ja. Nee, geh mal raus. Geh mal rüber. Ich wollte doch hier hinten... War denn das?
Da war das nicht Rüstungswerkbank? Nee, geh mal raus. Wo war's denn? War das doch hier drin? Ja, ja. Das wollte ich doch mal. Strahlung, Hammer. Aber Luft war unser Problem. Nee, warte mal. Das haben wir hier gebaut. Und das wollte ich bauen. Und ich hab... Ach, ich bin ein Blödmann, ey. Ich bin so ein richtiger... Nee, Luftqualität. Doch, was mache ich? Was erzähle ich denn? Luftqualität, da wollte ich rein. So, weil die Luftqualität bei uns nämlich immer noch mit Minus den ist. Und da wollte ich den bauen. Dafür brauche ich 4 Pilze. Siehst du? Siehst du? So. Das heißt, morgen bauen wir. Morgen gehen wir Pilze holen. Morgen machen wir wieder eine schöne Aufgabe. Jetzt gucken wir wieder, ob wir einen Traum kriegen. Ansonsten war es doch mal eine schöne, ruhige Folge. Hat sich gelohnt. Aufschlussreich war es diesmal nicht ganz so. Wir haben halt nochmal einen Typen helfen können. Vielleicht lohnt sich es irgendwann nochmal. Oh, Tatjana ist da. Was hast du denn schon? Igor. Ja. Igor. Ja. I need you. I need you now. Oh, dann werden wir heute Tatjana. Also dann werden wir morgen Tatjana auf jeden Fall. In the prepared residential area. Ja. Wir werden morgen Tatjana besuchen. Wenn sie jetzt schon zweimal klingelt, dann werden wir das machen. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Ciao.